Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge von Mass Effect Andromeda. Wir stehen hier wieder vor einer verschlossenen Tür, wie so oft in diesem Projekt. War, glaube ich, schon ein paar Mal der Fall, Cliffhanger Technik. Ja, wir sind hier mit Peeby in dieses wunderbare Bergwerk-ähnliche, hochtechnologisierte Aquädukt aus. Ich habe keine Ahnung, was das alles hier ist. Aber hier soll auf jeden Fall mal der Atmosphärenwandler drin gewesen sein, oder immer noch sein. Denn wir wollen diesen Planeten bewohnbar machen. Mit dem Atmosphärenwandler sollte das ganz gut möglich sein. Aber, ach, das sieht krass aus. Ob wir wirklich hier Erfolg haben, das werden wir jetzt gleich hoffentlich erfahren. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Ja. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Was nicht wirklich gut ausgegangen ist. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Ja, auf jeden Fall unklug, aber erinnere mich nicht ja wieder dran, Mann. Müsst ihr das immer neu aufgreifen, wenn irgendwie eine schlimme Position kommt in dieser Reise? Man, vergessen soll man nicht, aber man soll mit den Tatsachen abschließen. Das haben wir doch schon gescannt. Ja, das haben wir schon gescannt. Das ist alles die gleiche. So, dann wollen wir mal weitergehen und die nächste Tür öffnen. Ist hier noch irgendwas zu scannen? Ich glaube nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht die ganze Zeit mit dem Scanner rumlaufen, weil ich das doch ein bisschen komisch finde, aber. Wir werden schon ab und an. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Fuck you! Deckung! Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher! Konzentrieren Sie sich auf die Relikte! Ciao! Nächste! Easy! Mal nachladen hier. Ach du Scheiße, was war das denn? Komm doch! Diese Cora kriegt's hin, aber ich nicht. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich will die Überreste plündern hier. Veredelte Faser. Sehr edel. Und faserig. Ach komm, Rayon. Ah. So, Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Okay. Machen wir. Kein Problem. Diese Technologie. Wie lange wird es wohl hinten noch dauern, bis unsere Bevölkerung, also die Menschheit, bei so einer Technologie angelangt ist? Das muss noch Jahrmillionen dauern, okay? Das ist übertrieben. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts, das könnte... Haben wir mal tiefer. Alles klar, kriegen wir hin. Kaum Staub. Wie alt ist diese Art? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Das wäre natürlich möglich. Wenn in meinem Vorgarten so ein komisches Salatklub auftauchen würde am Nachthimmel, dann wäre ich auch gewollt, was dagegen zu unternehmen oder schließlich das Weite zu suchen. Kann ich irgendwas scannen? So aus der Ferne oder so vielleicht? Oder kann ich irgendwas... Hier kommt auf jeden Fall das Rohr runter, alles klar. Das Rohr kommt von oben, geht bis hierher und das Rohr geht aber danach nicht weiter. Also hier ist das Rohr wirklich zu Ende. Hier geht es wirklich in Bin unterwegs! Nee, musst du nicht. Da rührt sich nichts. Solange die Leitung undicht ist, gibt es hier nicht mal genügend Energie für die Tür. Die Leitung ist undicht? Alles klar. Führten die Leitung genau hin. Was ist das? Das scheint kaputt zu sein. Mist! Die Leitung ist undicht. Seien Sie vorsichtig. So können Sie auf keinen Fall auf die Konsole zugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt!
Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Irgendwas reinstecken vielleicht? Ich weiß ja nicht. Ryder, hier oben! Wo? Phoebe? Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können sie die Leitung reparieren. Und da sind sie. Ich probier's mal. Alles klar. Also unser Universalwerkzeug kann also auch zum Reparieren von der Leitung hier eingesetzt werden. Das ist ja geil. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Alles klar. Notdürftig geflickt heißt wahrscheinlich, die Tür geht auf, schließt sich danach wieder und geht nicht mehr auf. So läuft es doch meistens. Ryder, könnten Sie... Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Sorry. Wo wollen Sie hin? Wenn in der Systemabwicklung und ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruf ein. Wir werden Sie schon einholen. Vorausgesetzt, diese Tür funktioniert jetzt auch. Okay, ich bin sichtlich nervös. Sehen Sie sich das an. Scheiße, die Höhlen werden hier immer größer. Wir bauen uns eine Brücke, einfach so, wie in Minecraft. Das wäre geschafft. Nur krass. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Oh nee. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Ist das dein Ernst? Muss ich einen Champion machen? Dann macht ihr das mit mir. Ja, ich hasse Jump'n'Runs. Wow! Moment mal. Pflanzen. Hier unten. Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Nö, ist echt. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Wir sind ganz in der Nähe, das freut mich. Wo müssen wir lang? Da in die Richtung? Wir scheinen in die Richtung zu müssen. Okay, hier haben wir noch eine, so eine Reliktkonsole, die uns wahrscheinlich wieder ein Brückchen baut oder besser ein Jump'n'Run öffnet. Oh Gott, nicht wirklich, ne? Bitte spiele, da mache ich Jump'n'Runs. Mass Effect zählt nicht dazu. So langsam habe ich den Dreh raus. Ja, bitte, danke. So. Wir kriegen Gesellschaft! Ach, scheiße. Haben die auch schon aufgeladene Schilde? Einer geht hier her, einer geht nach da vorne. Auf. Alles klar! So. Nahkampf gehen, ne? Das ist ja unbelievable. Ja, dann gehen wir auch im Nahkampf. Oh shit. Wenn die Nahkampf wollen, die können Nahkampf haben, das ist überhaupt kein Problem. Diese Relikte, die hören einfach nicht auf, mich zu nerven. Feuerwerk, Squad. Danke. Nee. Aber Leute, ich merke gerade, dass das während der Schießerei das Spiel doch sehr laut ist. Warte mal, da gibt es doch diese wunderschöne Einstellung. Kann ich aber, glaube ich, hier im Spiel nicht tätigen, oder? Muss man zwischen den Aufnahmen, glaube ich, machen. Aber locker vielleicht. Nein. Ich guck mal kurz. Profil vielleicht. Nein. Ja, Einstellungen. Und auf Audio. Dynamikumfang. Großkino, wir machen auf Kleinnachtmodus. Dann sind nämlich die Schießereien nicht ganz so laut. Das fände ich ganz geil. Aussteller übernehmen, ja, danke. Sind nämlich die Schießereien nicht so krass laut. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass man mich doch in Schießereien etwas schlechter hört. Was ich nicht geil finde. Denn, Leute, ihr wollt mich doch hören, oder? Ist es nicht so? Meine wunderschöne, zarte Stimme. So, hier haben wir wieder eine Reliktkonsole. Das hat einen neuen Weg erschaffen.
Ich denke, es ist der Richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Wie sollen wir wieder zurückgehen? Alles. Ach, da ist der Weg. Beobachter, Sie kommen auf uns zu! Sollen sie doch. Ich reagiere auf jede Interaktion in dieser Welt hier, ne? Ich bin zu schlau. Oh, shit. Vielleicht nicht schlau, vielleicht nicht schlau. Squad, wo seid ihr? Ist down. So. Gibt ihr noch jemand? Nein, halt. So, jetzt haben wir hier das nächste Jump'n'Run rüber, ne? Ach du Scheiße. Geh ich ja eh nicht hin. Shit! Meine Hände. Alter, willst du verarschen? Diese Jump'n'Run sind nicht so schlimm. Ihre Panzerung kompensiert den Aufprall. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay. Ganz schön rutschig hier. Ja, ich bin auch schon ausgerutscht. Was ist das hier für ein Zeug? Das ist eine Pflanze, die das nicht ganz so gut ergangen ist. Diese Tür, die sich nicht öffnen lässt, die ist zu, okay. Aber hier drüben kommen wir doch einen Ritsch weiter, oder? Kommen wir so weit? Ne, so weit kann man nicht springen, das ist okay. Achso, hier ist noch eine Konsole, alles klar, das erklärt vieles. So, Interfacing. Wir haben einen Weg zur... Wow! Hallo! Aua! Komm her! Gegen die Schilde macht das nicht wirklich viel Schaden. Sehe ich gerade. Ich versuche dich zu verstecken hier. Mal still, danke. Klingt, als hätten sie es geschafft. Also wenn Gegner wirklich Schilde haben, also Schilde noch über den Lebensbalken drüber, dann hat man mit dem Nahkampfangriff nicht wirklich eine Chance, sag ich mal so. Haben sie dieses Schild nicht, ist der Nahkampfangriff okay, aber sonst... Oh, jetzt kommt wieder diese geile Brutale Matte. Wow, ist das cool. Ja, auf jeden Fall ist das cool. Das ist mega stylisch. Also, es geht immer tiefer hier. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor... irgendwas. Oh Gott, ich hab Angst vor dem irgendwas. Was ist das denn? Das Rohr führt wirklich hier hin. Das ist die Quelle, wie es aussieht. Kein Quelle Zweifel. Des Übels. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Das ist episch. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Mir läuft es wieder so komisch den Nacken runter. Scheiße, das sieht einfach so geil aus, wie das hier runterregnet, ne? Das ist doch eigentlich schön. So, mal gucken, was das hier wirklich mit sich bringt. Ich bin mega gespannt. Mega. Was ist das für eine Flüssigkeit? Ah. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Sollten wir... Hä? Ach, Scheiße. Ernsthaft, ich muss laufen? Okay. Wir müssen hier raus, verdammte Scheiße, aber wohin? Okay, ich laufe einfach mal geradeaus. Baby, zurück zum Eingang, sofort! Was ich ist das gesehen. Für ein Zeug? Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Vorsicht! Oh. Entlüftungsöffnung! Alter, was ist das hier?
willst mich verarschen? Das ist doch... Einfach durch. No risk, no fun. Wir müssen hier raus. Das ist zu weit für einen Sprung. Haben Sie noch eine Brücke in petto? Natürlich. Mach einfach rein auf Minecraft. Komm schon, schnelle Brücke, schnelle Brücke. Komm, kann ich nicht mehr warten. Nicht stehen bleiben! Auf keinen Fall stehen bleiben! Was ist das für ein Zeug? Was ist das für eine Wolke? Das ist ja mal mega stylisch gemacht, Alter. Ich verstehe, warum so viele Leute dieses Spiel haten. Das ist doch einfach nur geil. Guckt euch das an, diese Effekte. Okay, es ist jetzt kein wirklicher... Es ist jetzt, kommt jetzt nicht an die großen, wirklich krassen Spiele wie Horizon Zero Dawn ran. Das ist natürlich nicht so, ich denke. Aber so vom Gameplay her einfach nur krass. Vom Gameplay her würde ich sogar sagen, dass das schon an Horizon Zero Dawn ran ist. Okay, das kriegen wir nicht hin. Oh, Wolke, 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 nein. Es wäre langsam zu fliegen, Alter. Ich weiß, Sir! Bitte die Tür. Leute, wir müssen hier raus. Ein weiterer Gravitationsschacht. Hoch hier. Er könnte sonst wohin führen. Doch, er führt von hier weg. Wir nehmen ihn. Ach. Ist immer noch antik. Das ist doch das gesamte Gewölbe und alles, was ihnen steht. Ja, ja hoch. Und zum... Gerade wären wir super, wie geil. Die Barriere ist weg. Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Ich will das Teil haben. Ohne Scheiß. Alles nehmen. Und raus hier. Und wenn ich hier schon so ein kleines Nebenziel habe, dann nehme ich das natürlich mit. So, die Wolke ist wirklich gerade da. Okay, wir gehen raus hier. Wir hauen ab. Wir haben Reliktkerne gefunden. Geil. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Sein. Hallo? Baby. Schneller. Los, 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 los! Ah, es ist direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie rührt sich nicht! Entriegeln Sie sie! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Ach du Scheiße, was ist gerade passiert? Was war dieses Feld? Es hat vielleicht das Gewölbe gereinigt oder uns gejagt. Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Das wäre und hat Spaß gemacht. Ja, hat's. Ein Wettlauf mit dem Tod, nicht schlecht. Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja, da sind wir. Das ist Eos. Wow, hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein? Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Es bewerkstelligt Unmögliches. Das glaube ich nämlich natürlich auch. Darüber können wir nur spekulieren. Beides würde stimmen, aber ich nehme die Herzantwort, einfach weil ich so ein Typ dafür bin. Diese Technik kann Beobachter aus dem Nichts erschaffen oder ganze Planeten verwüsten und sicher noch viel mehr. Die Bots, diese Pflanzen, die Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Das tut uns sich allen ziemlich gut. Geil.
Oh Mann, die Folge wird viel zu lange, aber ich will den nicht abbrechen. Wir beenden das jetzt, Leute. Egal, wie lang die Folge wird. Auch wenn sie 80 Minuten... Nee, das ist übertrieben, das schneide ich. Aber ja, noch geht's. Noch sind wir gerade so im Rahmen. Ach, wie krass das einfach gerade war. Das war so gut gemacht. Warum haben wir jetzt einen elendlangen Ladescreen? Leute, das fände ich gerade nicht sympathisch. Ich weiß natürlich, dass du die ganze Welt da draußen lädst, aber trotzdem ist das nicht sympathisch, dass du mir gerade so einen Ladescreen reinklatscht. Danke, das ist sozial. Danke, das fände ich nett von dir. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Wir haben eine Chance. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Brechstange wohl, ja. Ja. Leute. Diese Entscheidung werden wir in der nächsten Folge treffen, denn die Folge ist schon lange genug. Wir machen mal einen kleinen Cliffhanger, wie ich mich in der nächsten Folge entscheide. Das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Boah, Rayon, du bist so mit deinen Schlüssen, das ist unglaublich. So, Leute, wir werden auf jeden Fall sagen, lasst ein klitzekleines Kommentar da freue ich mich immer drüber. Und auch eine nette kleine Bewertung. So, dann würde ich sagen, ich verbleibe mit einem Rayon und sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got a way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht. I'm only human after all. I'm only human after all. After all, don't put the blame on me.